So, wir werden uns jetzt ans Eingemachte machen. Jetzt wird's ernst. Herr Lustenberger, es geht um richtig oder falsch. Einfach nur die Fragen mit richtig oder falsch beantworten. Uli, du fängst an. Es könnte aber sein, dass wir auch nochmal nachfragen. Ja, aber richtig oder falsch wäre schon ganz wichtig. So, ich spiele in der nächsten Saison mit Hertha BSC international. Richtig oder falsch? Ich hoffe richtig. Ja, das hört man gerne hier. Und vor der neuen Saison verbringen Sie dann aber den Juni in Brasilien? Ich hoffe richtig. Wie erfolgreich wird die Schweiz werden? Werden wir sehen. Ich glaube, die Gruppe ist nicht die schwerste, das muss man sagen. Und deswegen, glaube ich, rechnen wir uns schon ein bisschen was aus. Und wir wollen natürlich ins Achtelfinale kommen. Und wenn man im Achtelfinale ist, will man natürlich auch ins Viertelfinale. Und so geht das weiter. Und wir werden sehen, was es dann wird. Wird ein tolles Endspiel, Deutschland gegen die Schweiz. 3-0 gewinnen wir. Ecuador, das sind die Gegner. Genau. So, jetzt kommt was ganz, ganz Böses. Nämlich hier steht... ich benutze jeden Tag Lockenwickler. Falsch oder richtig? Falsch. Ja. Falsch. Du hast doch auch kleine Löckchen. Ich hatte ja eine Dauerwelle früher. Ja. Können wir uns nicht dran erinnern. Ich auch nicht. Ich war der erste moderierende Pudel im deutschen Fernsehen. So, es geht weiter mit der nächsten Aussage. Wir Schweizer sind langsamer als die Deutschen. Falsch. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Als Schweizer hätte ich das gesagt. Ich wollte eigentlich nie Kapitän werden. Falsch. Warum? Ja, ich glaube, das ist eine große Ehre und es zeigt auch die Wertschätzung vom Trainer, wenn man die Kapitänsbinde bekommt. Und deswegen, ist das, wenn man dann auch so lange im Verein ist, ist natürlich auch und sich so entwickelt, dann hat man das vielleicht immer ab und zu im Hinterkopf und freut sich natürlich sehr darüber. So, letzte Frage. Als Schweizer mag ich besonders gerne die Musik von Helene Fischer. Falsch. Mögen Sie nicht? Ich bin nicht so der Schlagertyp. Allgemein, kein Schlager. Und nicht so Schlager. Also, welche Musik? Was gerade aktuell ist, also die aktuellen Charts. Also Helene Fischer zum Beispiel. Was gerade im Radio läuft. Klar, hört man da ab und zu auch Helene Fischer, aber geht ein bisschen in Richtung R&B, vielleicht ein bisschen die Pop-Songs, die aktuellsten und ja, in die Richtung. Eine letzte Frage habe ich noch. Lucien Favre war mein bester Trainer bislang? Auch eine blöde, auch fies, ne? Auch aber fiese Frage. Auch fiese. Falsch, weil ich hatte bis jetzt zwei richtig gute Trainer, den Lucien Favre und Jos Luhukay. Lucien Favre, muss man dazu sagen, hat sie damals vom FC Luzern zu Hertha geholt und demnach war es auch ihr erster Trainer in der Bundesliga. Und ich höre gerade, dass Herr Luhukay angerufen hat, er würde ein paar Probleme bekommen in der Zukunft. Genau, Kapitänsamt, schon wieder AD, Herr Lustenberger. Ja.